Du möchtest dich selbstständig machen, du hast dein ALG 1 oder ALG 2 Bescheid. Nun, die gute Nachricht ist, es gibt nicht nur Fördermittel für Investitionen oder auch für Betriebsmittel beim Jobcenter oder für deine privaten Lebenshaltungskosten. Nein, es gibt sogar über den AVGS auch Fördermittel für die Erstellung deines Businessplans. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr helfen mir Hunderten von Menschen dabei, Förderprogramme zu beantragen, ihr Unternehmen zu starten oder schließlich auch zu verkaufen. Und ein ganz häufiges Förderprogramm ist auch hier die Option über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, abgekürzt AVGS, auch bis zu 80 Coachingstunden zu bekommen zur Erstellung deines Businessplans und anderer Konzepte. Kommen wir als erstes zur Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage ist der Paragraph 45 SGB III, ursprünglich mal entwickelt, um dich vorzubereiten auf Bewerbungsmaßnahmen. Heute aber kannst du nach diesem Paragraphen auch eine Vorgründungsberatung gefördert bekommen. Wenn du zu deinem Sachbearbeiter gehst und diesen Gutschein beantragst, was bekommst du dann? Nun, in der Regel ist es möglich, zwischen 60 bis 80 Unterrichtseinheiten Einzelcoaching-Beratung zu bekommen. Und hier ist das Besondere, dass du nicht in eine Gruppe gesteckt wirst, wo du dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen auf der Klassenbank sitzt mit 20 anderen und dein Thema eins von vielen ist. Nein, hier ist es eine sogenannte 1:1 Beratungs-Coaching-Maßnahme. Das heißt, du hast einen Experten gegenüber zu sitzen, teilweise Experten, wo du draußen am Markt auch 100, 150 Euro die Stunde bezahlst und das kannst du bis zu 60 oder 80 Mal beantragen. Was bedeutet nun Unterrichtseinheit? Unterrichtseinheit bedeutet, dass es immer 45 Minuten sind an Dauer einer Einheit. Das heißt, 80 mal 45 Minuten ist das Maximum. Wenn du diesen Gutschein hast, welche Themen kannst du denn damit behandeln? Nun, grundsätzlich kannst du alle Fragen zu deiner Unternehmerpersönlichkeit, was hast du schon, was kannst du optimieren, beraten und dich auch coachen lassen. Genauso sieht es aber auch aus mit dem Thema Finanzen, Finanzierung, Fördermittel, Finanzplan erstellen für deinen Businessplan und natürlich der Businessplan für deine Fördermittelbeantragung kann auch ein Thema sein. Genauso sind aber auch wichtig die ganzen rechtlichen Themen, steuerlichen Themen, Zulassungsvoraussetzungen, Rechtsformen. All diese Fragen kannst du im Rahmen dieses Gutscheins dann auch mit deinem Berater bearbeiten. Genauso aber gehört auch das Thema Marketingkonzept, Vertriebsstrategien, Online-Marketing, E-Commerce, all diese Themen sind auch Thema auf der Agenda, die finanzierbar und auch förderfähig sind. Nun, wie ist der Ablauf, wenn du mit diesem Gutschein starten möchtest? Das erste ist, du suchst dir ein Bildungsunternehmen, das auch eine AZAV-Zertifizierung hat. Denn nur Bildungsträger und Berater, die diese Zertifizierung haben, kommen überhaupt in die Maßnahmen-Datenbank der Agentur für Arbeit, damit auch für die Jobcenter. Du brauchst also jemand wie die X-Group beispielsweise, die hier zertifiziert ist. Das zweite ist, du brauchst dann noch die entsprechende Maßnahmennummer. Und diese Maßnahmennummer, das ist dann auch das, was der Sachbearbeiter in seiner Datenbank heraussucht. Und dann findet er die Maßnahmen, zum Beispiel mit 80 Unterrichtseinheiten für Vorgründungsberatung. Das nächste, was du brauchst, das ist ein Antrag. Und diesen Antrag, den findest du beispielsweise hier unten unter dem Video mit einem Link zu unserer Website. Dort kannst du ihn runterladen, eine DIN A4-Seite. Da trägst du einfach nur deinen Namen rein und deine Kundennummer bei der Agentur für Arbeit oder im Jobcenter und gibst das persönlich, also immer schriftlich, beim Sachbearbeiter ab. Wichtig hierbei ist, der darf das mündlich nicht ablehnen, der darf dir auch mündlich nicht abraten. Du hast das Recht auf Antragstellung und du gibst das dann diesen Antrag auch schriftlich ab. Nun, was passiert nur, wenn du Probleme bekommst beim Jobcenter oder Agentur für Arbeit? Nun, das erste Problem, was passieren kann, verbale Absage, aber hier weißt du ja schon, stell den Antrag schriftlich, dann muss er auch antworten, wenn er absagt, der Sachbearbeiter, und dagegen kann man wiederum rechtlich vorgehen. Das zweite aber, und das ist das viel Schlimmere möglicherweise für dich, dass der Sachbearbeiter sagt, nun, ich darf sie ja eigentlich nicht zu einem Bildungsträger weiterleiten, denn er unterliegt dem Neutralitätsgebot, er darf also keine externen Dienstleister dir normalerweise vorstellen und weiterempfehlen. Aber wenn der jetzt sagt, ich habe hier eine Maßnahme, da sollten Sie hin, und dann ist eine Gruppenmaßnahme, dann ist die natürlich für den Sachbearbeiter günstiger, weil er pro Stunde dann nur 7, 8, 9 Euro dem Bildungsträger bezahlen muss, der diese Gruppenmaßnahme durchführt. Aber du sitzt ja wiederum mit 12, 15, 18 Personen in einer Klasse und so richtig kümmert sich um dein Konzept dann keiner.
Wenn das passieren sollte, dann lade ich dich ein, mit unserer Hotline Kontakt aufzunehmen, denn wir können dich dabei begleiten, entweder das Antwortschreiben oder das Widerspruchschreiben auch anzufertigen, eine Begründung zu liefern, auch weshalb bei dir die Einzelmaßnahme wesentlich sinnvoller ist als die Gruppenmaßnahme. Und zu guter Letzt können wir auch die Geschäftsführung anschreiben und sie fragen, ob es zu ihrem Geschäftsgebaren gehört, das Neutralitätsgebot zu missachten. Nun, da wir gute Kontakte haben bundesweit und zu vielen Verbänden, Bund der Selbstständigen, aber auch zur IHK, haben wir hier die Möglichkeit, auch rechtlich für dich eine Tür zu öffnen, die normalerweise für dich alleine verschlossen bleibt. Da lade ich dich also ein, diesen Antrag zu stellen, gerne auch ein kostenfreies Erstgespräch mit uns zu vereinbaren. Solltest du noch weitere Fragen haben, dann schreib diese am besten einfach auf und stell diese in diesem kostenfreien Erstgespräch, wo du 45 Minuten lang deine Fragen beantworten kannst. Gerne aber auch kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg und lass dich hier verbal nicht unterkriegen oder Ablehnung unterjubeln lassen von der Agentur für Arbeit auf dem Jobcenter. Denn die Mittel sind dafür da, dass du in deine Berufung kommst, dass du dem Arbeitsmarkt nicht nur zur Verfügung stehst, sondern vielleicht mit deinem Unternehmen später auch noch neue Arbeitsplätze schaffst. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.